Wunderschönen guten Abend, meine beliebte Polymaten. Heute möchte ich über das Leben sprechen. Wie lange werden Sie leben? Haben Sie vielleicht eine Wahrscheinlichkeit? Nein, also eine Nummer, Statistik oder so? Ich denke, dass ich werde ungefähr 60 mehr Jahre leben. Also normalerweise Menschen 80 Jahre leben oder so. Und dann habe ich gedacht, was kann ich in 60 Jahren machen? Das klingt ja ganz wenig für mich. Ich will mehr als 60 Jahre wollen. Aber wenn ich das nicht ändern kann, wie kann ich meine Zeit richtig nutzen? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich eine bestimmte Zeit habe, dann soll ich jede Minute etwas machen. Und dann, je produktiver ich bin, desto besser wird mein Leben sein, desto erfolgreicher werde ich sein oder so. Aber ist das so? Also, wenn wir etwas machen, weil wir es machen sollten, ist das ja richtig für uns? Ist das, was wir eigentlich wollen? Oder vielleicht, was wir eigentlich hören wollen? Machen wir etwas so, weil wir interessant aussehen wollen? Oder weil wir eigentlich produktiv und diszipliniert sind? Das ist wichtig zu erklären. Heute Morgen hatte ich keine Lust, nach der Uni zu gehen. Aber danach habe ich meine Disziplin geübt, so wie was wir gestern gesprochen haben. Und dann habe ich das geschafft. Und ich denke, dass heute habe ich ganz viel mehr als gestern gelernt. Also heute habe ich meine Physik Study Guide beendet. Ich habe das alles heute gemacht, also fast alles, drei Viertel heute gemacht. Und ja, weil die erste Viertel habe ich das vorher gemacht. Dann habe ich im Matheunterricht etwas Neues gelernt. Ich habe auch Mathe geübt. Ich habe auch alle meine Unterlagen organisiert. Und ich habe auch zwei andere Sachen gemacht. Erstens habe ich meinen Zeitplan aktualisiert. Also jetzt mochte ich ungefähr von 4 bis 6 Stunden pro Tag schlafen. Normalerweise machte ich auch das, aber ich mochte etwas Festes haben. Und ja, ich werde diese Woche sehen, ob das gut ist oder nicht. Und wenn das erfolgreich ist, dann werde ich ihr zeigen, wie das ist. Und ja, also ich habe heute auch das neue Album von J. Cole gehört. Das ist K.O.D. Das bedeutet Kids on Drugs oder auch King Overdose oder auch Killing Your Demons. Killing Our Demons, genau. Und also ich fand dieses Album richtig selbstbewusst. Und ich konnte nichts weniger erwarten von jemandem als J. Cole. Aber ich denke, dass, also als ich jetzt so vor nicht so tief bin, also in diesem Moment, kann ich vielleicht dieses Album nicht so richtig in der ersten listen oder gehören, weiß nicht, ob man das sagen kann, in der ersten Wiedergabe richtig genießen. Deswegen, ich wollte heute ein kleines Review machen, aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass wenn Sie etwas Tieferes hören wollen, dann können Sie dieses Album hören. Es hat richtig tiefe Songtexten und es gibt verschiedene Beats, also es gibt nicht nur ganz reine Hip-Hop-Beats, sondern auch ein bisschen Trap. Und ja, es war richtig, richtig gut für mich. Aber ich soll das mehr hören und dann kann ich eine festere Meinung haben. Eine von meinen Lieblingslinien war Meditate, don't medicate. Und auch, was noch? Naja, es gab verschiedene, aber das war, was ich
am liebsten fand habe, ne, gefunden habe, genau. Und ja, also ich habe jetzt gelesen, dass DJ Avicii gestorben ist, und also heute gestorben ist, und das war so unerwartet. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wieso kann etwas so passieren? Und dann habe ich gelesen, dass vielleicht der etwas mit seiner Gesundheit, also vielleicht der Probleme mit seiner Gesundheit gehabt hat oder so. Und dann deswegen wollte ich über das Leben sprechen, weil also zum Beispiel er hat seine Ziele vielleicht erreicht, aber trotzdem vielleicht hatte er keine Zeit, um seine Gesundheit aufzupassen. Und wir wissen auch nicht, wie viel werden wir leben. Also vielleicht bin ich jetzt hier und vielleicht morgen werde ich sterben. So, also wir wissen das nicht. Und wenn wir das Tod nicht erwarten können, also wir wissen nicht, wann genau wird es kommen, es wäre besser, wenn wir jeden Tag als unser bester Tag leben, als wenn wir nur weiterleben, bis etwas sich ändert oder so. Also wenn wir eine Änderung brauchen, sollen wir das bei uns selbst ändern. Und nicht nur erwarten, dass jemand etwas ändert oder dass etwas in der Äußere sich bei sich selbst ändert. Ja, weil wir normalerweise denken, dass alles wird unbedingt besser sein. Aber wenn wir nichts machen, dann kann es nichts passieren. Weil wir sind verantwortlich für was in unserem Leben passiert ist. Und wenn wir diese Verantwortung nicht mitnehmen, dann können wir nicht sagen, dass unser Leben nicht anders sein kann. Also es kann immer anders sein, aber zuerst solltest du verantwortlich sein, weil das ist die Bausteine, der Baustein deines Erfolgs, wenn du verantwortlich vor jeder Aktion, vor jeder Entscheidung bist. Und ja, also was ich sie empfehlen will, ist, dass sie nicht nur ihres Leben genießen, sondern auch vor ihres Leben verantwortlich sind. Also wenn wir jung sind, denken wir, dass unsere Eltern oder unsere Familie wird das machen. Aber danach, wenn wir älter sind, dann haben wir niemand, der wir sagen können, naja, das ist deine Verantwortung, du solltest das lösen. Und je früher man das entwickeln kann, also dieses Verantwortung mitzunehmen, dann wird es einfacher, das Leben in der Zukunft zu behandeln. Und ja, also ich denke, dass das ist wichtig, manchmal zu erinnern, weil manchmal denken wir, dass alles bei sich selbst ändern wird, und danach sehen wir, dass das nicht so ist. Und ja, das ist wichtig. Und ja, ich wiederhole ein bisschen, aber ich wollte das eigentlich erklären und wiederholen, weil manchmal vergessen wir das. Aber naja, in other news, diese Wochenende werde ich hoffentlich mehr lernen. So wie immer, das ist meine Hoffnung, aber manchmal geht das nicht. Also diese Woche mochte ich, also ab heute mochte ich zumindest 30 Minuten pro Tag jeder Fach lernen, also zumindest wiederholen oder so. Ich habe 6 Fächer, deswegen sollte ich ungefähr vor mindestens 3 Stunden pro Tag lernen. Und wenn ich das erreiche, dann werde ich froh sein, weil das bedeutet, dass ich jeden Tag mit diesen Fächern mich beschäftige. Und ja, also ich denke, dass ich habe noch 6 Wochen vor meiner FSB, und ich denke, dass ich bereit bin. Also ich werde es schaffen unbedingt, weil ich alles grundsätzlich verstehe. Und wie viel Zeit habe ich noch? Oh crap, 10 Minuten, so wie immer. Und ja, also
Ich denke, dass heute wird etwas sich ändern. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich anders heute. Ich fühle, dass ich endlich verantwortlich bin für alles, was mit meinem Lernen zu tun hat. Und ja, mal sehen, wie das mein Weg wirkt. Naja, also auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder in weniger als 24 Stunden hoffentlich. Und es gibt noch 45 Tage vor meiner FSBs. Ich bin bereit, ich werde es schaffen. Bis morgen. Tschüss.